So, das ist also Bloodborne. Soll ja nicht so leicht sein. Ach, was soll schon passieren? Ach ja, Bloodborne. Ein Spiel voller Freundschaft, putzigen Tierchen, gut sichtbaren Wesen und alten Männern, die einen mit ihrer Puppe spielen lassen. Kurzum, ich hasse dieses Spiel. Nein, ich liebe es. Das ist schwer zu erklären. Denn Bloodborne ist eine verdammte, fantastische Hassliebe. Doch der Reihe nach. Bloodborne ist ein Rollenspiel vom japanischen Entwickler From Software und gilt als geistiger Nachfolger von Demon's Souls und der Dark Souls-Reihe. Die Souls-Spiele verbindet eine mysteriöse, düster atmosphärische Welt sowie ein hoher Schwierigkeitsgrad. Und Bloodborne macht da keine Ausnahme. Nach der Charaktererstellung, in der der Spieler Präferenzen und Aussehen seines Helden auswählen kann, beginnt auch schon das Intro. Danach findet man sich in einer Krankenstation wieder mit der Aufgabe: Ja, was machen wir hier eigentlich? Wir sind ein Monsterjäger, sollen das Böse besiegen und da hört das Wissen dann auch schon auf. Die Geschichte in Bloodborne wird nämlich sehr kryptisch erzählt. Hier ein seltsames Gespräch, dort eine verwirrende Schrift. Erst mit der Zeit wird einem klar, warum man eigentlich das tut, was man tut. Und was tut man? Mit einer Waffe und Pistole kämpft man sich durch die düstere Welt voll schauriger Gegner. Dabei laufen die Kämpfe flotter und aggressiver als bei den Vorgängern ab. Grund dafür ist beispielsweise die offensivere Pistole, die den mächtigen Schild ersetzt. Zudem kann man eine kurze Zeit lang nach einem gegnerischen Treffer seine Lebensenergie zurückerlangen, indem man einen Gegenangriff startet. Das sorgt für eine neue Dynamik im Kampf gegen die dunklen Gestalten, wie Wolfsmenschen, Axtkämpfer und Riesenschweine. Durch die fehlenden Informationen über Spielwelt, Geschehen und Monster macht sich schnell ein beklemmendes, aber gleichzeitig fesselndes Gefühl bereit, das einem zum Weiterforschen antreibt. Also los, raus in die Welt und... Oh, na gut, kein Problem. Waffe gezückt und... Hey! Okay, einfach ausweichen und... Ich war noch nicht so weit. Jetzt aber. Ich werde ganz einfach... So eine Ver... Und da sind wir bereits beim anfangs erwähnten Schwierigkeitsgrad angekommen. Nicht nur die Bosse machen einem das Leben schwer. Jeder Gegner im Spiel kann gefährlich werden, selbst wenn es nur der kleine Rabe mit gebrochenen Flügeln ist. Wer Bloodborne spielt, wird sterben. Oft. Sehr oft. Dazu kommt, dass man bei jedem Tod all seine gesammelten Blutechos verliert, die sowohl Währung als auch Erfahrungspunkte zugleich sind. Schafft man es zum Ort seines Ablebens, kann man die Blutechos zurückerlangen. Stirbt man hingegen noch einmal, sind sie für immer verloren. Da stellt sich doch die Frage, wieso ein Spiel überhaupt Spaß machen kann. Warum sollte man weiterspielen, wenn man immer und immer wieder durch dieselben Wege an denselben Gegnern vorbeilaufen muss, nur um letztlich vielleicht wieder zu sterben? Weil das den Charme des Spiels ausmacht. Es ist die eingangs erwähnte Hassliebe, die eine intensive Bindung an das Spiel erst ermöglicht. Mit jedem Schritt in ein neues Gebiet, mit jeder geöffneten Truhe, mit jedem neuen Gespräch taucht man tiefer in die Welt ein. Man fühlt sich nicht wie der große Held, sondern vielmehr wie ein Zahnrad in einem Mechanismus, den man erst verstehen muss. Im Vergleich zu anderen Rollenspielen mag es zwar eine mühsamere Reise sein, doch wenn man den ersten Boss nach zahlreichen Versuchen endlich besiegt hat, fühlt man sich für einen Augenblick wie der König der Welt. Bloodborne nimmt den Spieler nicht an die Hand. Es erklärt ihm nicht, was er zu tun hat. Das ganze Spiel ist wie ein düsteres Rätsel mit erbarmungslosen Gegnern und nüchterner Erzählung. Doch trotz oder gerade wegen dieser Elemente hat uns die Lust am Scheitern gepackt. Also Bloodborne. Das soll nicht so leicht sein. Was soll schon passieren?